Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Voyager-Video von mir. Heute mal wieder mit, ja, Commentary und Spielesound, Gott sei Dank. Ich habe, ja, wie ihr im vorigen Video schon gemerkt habt, mein OBS gefixt. Oder mein Streamlabs, mein OBS habe ich da. Also letztens haben wir ja das Museum gebaut, da habe ich ein bisschen was erzählt, das habe ich jetzt nicht drin. Zeige ich euch nur ganz kurz. Hier gibt es halt verschiedene Sachen, die man halt befüllen muss, damit man irgendwas freischaltet. Aber das hat ja die Dame gesagt, das konnte man eh lesen. Also von dem her, jo. Und ich würde sagen, Plan wird sein, was ich auch schon gemacht habe. Wir haben genug Geld, um uns ein neues Gebiet zu kaufen. Die Frage ist, welches werden wir uns kaufen? Ich gehe jetzt einfach mal vom Preis. Wir werden uns das vom Preis aufsteigend kaufen. Und Neues. Was haben wir da Neues? Ich muss auch ganz viel mehr von den Holzplattformen bauen und da Farmbrücken natürlich heißt das. Holzplattformen, Brücken natürlich. So. Also das ganze Holz haben wir ja verpulvert für Kohle. Das heißt, wir müssen uns wieder ganz viel sammeln. Was hast du? Auf jemand wie dich habe ich gewartet. Die natürlichen Ressourcen werden von kleinen Deppen mit Spitzhacken abgebaut. Ausgebeutet. Ich brauche zwei Glühwürmchen, damit ich sie beschützen kann. Jo, kein Ding. Ob er weiß, dass wir die Schuldigen sind? Ich hoffe nicht. Der Baum ist ja mal riesengroß. Kriege ich den irgendwie, ja, so einigermaßen? Wow. So, für Glühwürmchen braucht man Glas. Das machen wir gleich mal. Flasche. Glas und Faden, wir können noch Glas herstellen. Schlecht. Folgender Plan. Wir werden jetzt einmal ganz viel abbauen, damit wir im Level aufsteigen. Und wenn wir im Level aufsteigen, dann können wir endlich Glas und Stahl erforschen. Und ja, dann können wir uns Glühwürmchen fangen. Und dann können wir den alten Mann zufriedenstellen. Spüre ist immer wieder lustig zum Spülen. Wieder Nacht, da ist wieder die Feendame, die unser Geld klauen will. Aber nicht mit mir. Da wären schon Glühwürmchen. Aber leider haben wir kein Gefäß für Glühwürmchen fangen. Deshalb hätte er gern schon eine neue Spitzhacke. Irgendwie ist das mit der recht zäh, aber wir haben halt auch noch keine Knochen, damit wir uns die Knochenspitzhacke machen können. Deshalb müssen wir uns halt langsam in Richtung Fortschritt bauen oder abbauen oder wie immer. Hätte natürlich auch gern endlich den größeren. Das ist ja unser Sprinkler, den wollte ich nicht abbauen. Ich glaube, wir sollten uns auch mehr aufs Geld konzentrieren, weil dann gehen wir wieder neue Gebiete. Und bei neuen ist, glaube ich, immer vorteilhaft, wenn wir neue Gebiete. Vielleicht kriegen wir ein Gebiet, wo wir an Knochen kommen können. Weil aktuell habe ich noch keine Möglichkeit gesehen, Knochen zu bekommen. Aber das wird sich natürlich bald einmal ändern. Hoffentlich. Das sind Slimies. Die geben wenigstens ein bisschen Monetos.
Und da ist schon wieder so, so ein komischer Stier. Hey, da kann man in das Haus kann man reingehen. Oh, Sammelwütiger. Sehr cool. Gehen wir mal da rein. Au! Oh. Ah, hey, cool. Kann mir anpassen. Gibt's da alles? Da gibt's nicht viel. Schicker Rucksack. Mittlerer Rucksack. Bierflügel. Wieso bin ich schon wieder hungrig? Bin die ganze Zeit hungrig. Aber da rauf? Nein. Gibt's da sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht, ha? Oder warte mal. Das ist verdauen, glaube ich. Kann ich da? Nein, geht nicht. Okay. Dann nicht. Du hast mich vorher angegriffen, ne? Böses Ding. Aua. Wie viel Slimes da gerade gibt. Habe ich jetzt eigentlich da was geändert von meiner Ausrüstung her? Mittlerer Rucksack. Bierflügel. Okay. So. Ich glaube, wir werden auch wieder mal den Schrein aktivieren. Halt Bonus EP durch Sammeln, bla 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 bla. Brauchen wir auf jeden Fall. Mehr Erfahrung kann nicht schaden. So. Juhu! Da haben wir dann auch mehr Ressourcen. Wir können eigentlich vom Geld her schon bald wieder so, bald wieder ein neues Gebiet kaufen. Wir machen uns aber ganz viel Münzen. Machen wir uns ja mehr Goldbahn. So. Da gibt es ja jetzt Sammeln en masse. Einmal. Au. Du bist so aggressiv, du Dingens. Passt. Das heißt, wir machen uns mehr Goldbahn. Die Frage ist, ob es dann nicht auch sinnvoll wäre, dass wir uns mehr Geräte machen. Wir haben jetzt da von jedem nur eins. Und ich glaube, wir können unsere Produktivität verbessern, indem wir mehr Öfen und so weiter machen. Ja, Level Up! Level 15! Das heißt, wir werden uns in die Industrie skillen. Ich glaube, dass das war. Skills. Da, Industrie war das. Stahl und Glas, genau, das brauchen wir. Frage ist, wie macht man jetzt Glas? Also jetzt kann ich da nichts machen, weil das da noch arbeitet, aber es ist kein Problem. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, mehr Erfahrung zu kriegen? Das würde ich mir jetzt auch fragen. Weil da kriege ich jetzt immer 5. Kriege ich da immer 5 oder ist das random? 4. Oder vielleicht ist das auch abhängig, was ich abbaue. Möglich wäre es. So. Bin schon wieder hungrig. Das ist ja ein Wahnsinn. So. Bäume wachsen ja echt en masse. Kann ich da jetzt Glas für wahrscheinlich erst schmelzen müssen? Ich glaube, wir machen uns noch einen Ofen. Kann ich die eigentlich nur zerstören oder kann ich die ja umsetzen? Wahrscheinlich kann ich die Gebäude nur zerstören und neu bauen. Ich denke mal, wenn ich es zerstöre, werde ich die Ressourcen rauskriegen. Und
und dann kann ich es woanders hinbauen. Aber wir belassen es einmal fürs Erste so. Gib mir! So, dann eh nur mehr 3 Bahnen, das will man gleich haben. Vielleicht schaffen wir es vor der nächsten Nacht. Das wäre pretty nice. So. Glas. Sand und Kohle. Also wir haben fast keine Kohle. Sand haben wir schon ein bisschen. Sand kriegt man durchs Buddeln und auch manchmal bei den Fischfallen. Also ist da nicht so problematisch. So, Essen. Irgendwie kommt es mir vor, ich isse die ganze Zeit nur. Und mach sonst nichts anderes. Oh no. Ich einfach nochmal das Ei essen, sobald es soweit ist. Ja, passt. Glas haben wir. Jetzt kann ich mir Flaschen machen. Nur eine. Wir aber zwei brauchen, denke ich mal. Weil ich glaube, wenn da was drin ist, wäre nicht noch an. Also. Wird nur eins fangen können, denke ich mal, pro Glas. Schauen wir mal. Glas müsste jetzt eh fertig sein. Ja. Fangen wir mal eins. Haben wir da irgendwo eins? Normalerweise. Ah, da ist eins. Ha. Lass mich durch. Okay, dann brauche ich einfach noch ein. Ich brauche noch ein Glas. Nein! Geht sich das noch aus? Bevor es wieder hell wird? Schauen wir mal. Glas. Brauche noch ein Glas. Jetzt muss man Kohle machen. Kohle braucht wieder die Schmelze. Es sei denn, ich finde irgendwo so Kohle. Schnell suchen. Man kann ja rollen, das habe ich ja so gut wie noch nie eingesetzt. Das verbraucht wahrscheinlich ja Millionen Ausdauer. Deswegen ist es auch nicht so gescheit, wenn man das die ganze Zeit macht, denke ich mal. Nein, es wird sich in der Nacht nicht mehr ausgehen, glaube ich. Gold. Oh no. Wieder essen. Ich will nicht essen. Kohle! Gas, no! Immer nur zwei. Da unten ist Kohle. Go! Genug. Glas. Wo ist eigentlich ein Glas? I don't know. Kann ich eigentlich mit dem ganzen Schleim machen? Oh no, es wird Tag. Ich brauche auch noch Fäden. Wieso brauche ich Fäden? Kann mir das wer erklären? Oh, wie viel brauche ich Fäden? An, okay. So. Ah, und by the way, Anna hat ja gefragt, ob man das Gelee essen kann, gell? Das werden wir ja gleich testen. No, kann man nicht. Kann man. Sieht überall, wo Ausdauer dabei steht, kann man essen. Jo.
jetzt das einmal gesehen. Und somit würde ich sagen, ja, wir werden uns einfach beim nächsten Mal anschauen, was passiert, wenn man dem Opa die zwei Glühwürmchen geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann sagt mir das bitte gern mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt und euch mein Content gefällt. Wir machen auch noch ganz viele andere Spiele. Schaut einfach einmal im Kanal vorbei. Da findet sicher irgendwas, was euch taugt. Und ja, dann würde ich mir auch noch über ein Like freuen. Würde mir auch sehr weiterbringen. Und natürlich könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas sehen wollt, was ich euch sagen soll. Oder wenn ihr irgendeine anderen Vorschläge habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Ciao.